Hallo, reflexive Mediennutzung ist heute das Thema und wir behandeln dieses Thema sehr stark am Beispiel von Karten, aber diese reflexive Mediennutzung, reflexive Medienanalyse können wir natürlich ganz allgemein auf Geomedien oder Medien anwenden. Schauen wir uns die Karten mal an. Eine Karte ist sehr schwierig zu definieren und oft finden wir sehr eingeengte Definitionen von Karten, die sehr stark auf die mechanische Konstruktion abzielen, wie die, die wir hier auf der Folie finden, ein generalisiertes, doppelt verebnetes, maßstäblich verkleinertes Modell, das raumbezogene Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt vermittelt. Sehr technisch, aber auch zwei wichtige Punkte drin. Wir haben einmal ein maßstäblich verkleinertes Modell, da kommt der Modellbegriff wieder. Und damit wissen wir auch schon, dass eine Karte etwas sehr Subjektives ist, sowohl in der Erstellung als auch aus der Interpretationsperspektive, also der Perspektive der Person, die eine Karte nutzt, um eine bestimmte Fragestellung zu beantworten, zum Beispiel die Fragestellung, wie komme ich zum Bahnhof oder die Fragestellung, wie ist das Klima in einer Region räumlich differenziert oder wie gestaltet sich die Topografie. Und es geht darum, etwas zu vermitteln. Es ist ein Medium, das eine ganz bestimmte Perspektive, nämlich die Perspektive des Produzenten dieses Mediums, vermitteln möchte. Und diese eher mechanische Definition einer Karte, die gilt natürlich für alle analogen und digitalen Karten. Die weicht bei Geoinformationssystemen etwas aus. Wenn wir also sehr stark mit zum Beispiel Zoom-Funktionen arbeiten, dann ist diese tatsächlich sehr statische, maßstäblich verkleinerte Abbildung nicht mehr so gegeben. Und bei Geomedien müssen wir natürlich auch das Maßstäbliche herausrechnen. Wir können aber natürlich auch bei Geomedien von Modellen ganz generell ausgehen, die eine bestimmte Perspektive des Medienerstellers oder der Medienerstellerin vermitteln möchten. Eine etwas weitere Definition einer Karte ist die hier. Und die beschreibt eher, was eine Karte macht. Und die Autorin hier, Beryl Markham, die erste Frau, die den Atlantik von West nach Ost überquert hat mit dem Flugzeug nonstop. Die hat in einem Buch 1942 geschrieben, dass eine Karte zu ihr sagt: Read me carefully, follow me closely, doubt me not. I'm the earth in the palm of your hand, without me you're alone and lost. Und das kann man jetzt natürlich vor dem Hintergrund eines solchen Flugs über den Atlantik sehen. Das kann man aber auch weiter fassen. Eine Karte hat für sich einen unglaublichen Anspruch auf Wahrheit durch ihre grafische Darstellung. Und so ein Begriff wie Embedded Geography, das sich an die Embedded Reporters im Golfkrieg anlehnt, wo praktisch Reporter mit dem Militär zusammen unterwegs waren, eine sehr diffizile Situation, wo sich die Frage stellt, wie sehr denn da unabhängige Pressearbeit denn überhaupt möglich ist. So war das eigentlich auch am Anfang, als Karten vor allem im Kontext von Herrschaftsgebieten gezeichnet wurden. Und sie waren damit immer eine Verräumlichung einer Ordnungsvorstellung. Und durch diese grafische Repräsentation, da ist etwas abgebildet, da steht etwas, das ist räumlich fixiert, das ist so, ergibt sich auch eine inhärente Glaubwürdigkeit von Karten, obwohl eine Karte nichts anderes ist als ein Modell, eine Konstruktion von einem Raum, der unter einer ganz bestimmten Perspektive hier abgebildet wird, zum Beispiel um ein Herrschaftsgebiet abzugrenzen. Und so eine Karte kann sich natürlich weiterentwickeln über die Zeit, nicht nur zu einer statischen Konstruktion von Räumen, sondern wenn man solche Karten lesen kann, wenn ich in der Lage bin zu interpretieren, was hinter dieser ganz konkreten Modellierung des Raums, hinter dieser ganz konkreten Kartenkonstruktion steckt, dann kann ich natürlich auch an einem Diskurs teilnehmen. Dann kann ich argumentieren, sowohl mit dieser Karte als auch gegen diese Karte. Und ich kann mir selbst eine Meinung bilden von der räumlichen Interpretation der Welt, die durch diese Karte angestoßen wird. Wenn wir das jetzt zurückführen auf Kartenkompetenzen,
Dann fallen einem bei Kartenkompetenzen, auch wenn wir an den Schulunterricht denken, natürlich vor allem solche Faktoren ein wie Karten zeichnen. Ich kann eine Karte erstellen. Wo die Schule auch sehr viel Wert drauf legt, ist Karten auswerten. Auch das ist vielleicht unser initialer Zugang dazu. Auch in der ersten Übung haben wir erstmal Karten ausgewertet. Wir haben die Karte erstmal beschrieben. Wir haben sie dekodiert. Zum Beispiel die Frage gestellt, sind die Umweltdaten, die dort dargestellt sind, denn realistisch abgebildet? Was sagen die denn aus? Ist in Marburg eine gute oder eine schlechte Luftqualität? Das geht aber dann auch weiter zu Karten erklären und Karten beurteilen. Also ist eine Liniensignatur für die Schallausbreitung zum Beispiel relevant. Was wir aber bisher nur implizit gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich auch in die Reflexion über eine Karte eingestiegen sind oder in die Reflexion über ein Geomedium eingestiegen sind. Und so als Frage als Hauptaussage, wenn wir über Reflexion von Karten nachdenken, ist es immer gut daran zu denken an, was wird eigentlich nicht gezeigt. Das, was gezeigt wird, können wir interpretieren. Das, was nicht gezeigt wird, ist oft das viel Interessantere. Also was wurde in dem Modellierungsprozess absichtlich weggelassen? Damit ist keine Wertung verbunden, um das auch gleich zu sagen. Es geht nicht darum, dass jede Form der Kartenerstellung eine Manipulation der Wahrheit ist. Es geht darum, dass ich eine ganz bestimmte Frage habe und unter dieser Frage ein Medium erstelle und ich deshalb gezwungen bin, in der räumlichen Komplexität Sachen wegzulassen. Also was wird nicht gezeigt, kann uns einen Rückschluss auf diese Intention der Kartenerstellung geben. Und damit sind wir wieder bei diesem Zusammenspiel aus Produktion eines Mediums und dem Konsum eines Mediums. Und bei der Produktion, also der Konstruktion von so einem Medium, da spielt die Intention der Produzenten, gesellschaftliche Diskurse, subjektive Überzeugungen eine sehr, sehr große Rolle. Und diese gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen, die spielen auch bei den Konsumenten eine Rolle, wenn die ihre Hypothesen bilden, mit denen sie an ein solches Medium herangehen, um eine Frage beantwortet zu bekommen. Und diese Abbildung, eine andere Variante von einer Abbildung, die wir schon in der ersten Sitzung gesehen haben, die macht es nochmal ganz deutlich, dass Karten und Medien ein Produkt eines subjektiven und gesellschaftlich geprägten Prozesses sind. Und dass sie ein Konstrukt sind von Räumen oder ein Konstrukt von räumlichen Daten. Wenn wir eine Karte jetzt dekonstruieren wollen, wenn wir also auf die Reflexionsebene einer Karte gehen möchten, dann müssen wir genau das berücksichtigen. Wir müssen Karten und Geomedien im Allgemeinen als Modelle, als Konstrukte verstehen. Und wir müssen sowohl die gesellschaftliche Einbettung der Personen, die die Karten produzieren oder die Geomedien produzieren, berücksichtigen, als auch unsere eigene gesellschaftliche Einbettung, unsere eigenen Kartenlesekompetenzen, unsere eigenen Fragen, unser eigener fachlicher und allgemeiner Hintergrund. Das alles müssen wir berücksichtigen, damit wir eine Karte tatsächlich konstruieren können und uns selbst auch in diesem Reflexionsprozess mit einschließen können. Also gehen wir zum Beispiel mit einer kritischen Fragestellung an die Karte heran, haben wir uns, als wir uns eine Karte angeschaut haben, von dieser Karte einfach leiten lassen, sind wir voll darauf eingestiegen, was uns die Karte vermitteln wollte und haben dabei gar nicht gemerkt, in welche Richtung wir eigentlich gerade manipuliert werden. Und wenn ich jetzt wieder das Wort Manipulation sage, dann meine ich das völlig wertfrei. Manipulation muss hier nicht eine negative Bedeutung haben, sondern eine Karte, kann es nur nochmal sagen, ist immer unter einer Fragestellung erstellt worden. Diese Fragestellung kann ganz ehrlich gewesen sein, diese Fragestellung kann ganz wissenschaftlich gewesen sein und trotzdem kann uns vor dem Hintergrund unserer
Sozialisation diese Karte sehr, sehr stark auf eine Spur führen, die vielleicht von den Personen, die die Karte erstellt haben, gar nicht beabsichtigt war, weil die einen ganz anderen fachlichen Hintergrund hatten und vor einem ganz anderen fachlichen Hintergrund auf die Erstellung dieser Karte geschaut haben. Wenn wir diese Karte jetzt dekonstruieren, dann können wir zunächst mal untergliedern in eine inhaltliche Konstruktion und in eine technische Konstruktion. Bei der inhaltlichen Konstruktion, da geht es um solche Merkmale wie, zu welcher Zeit wurde diese Karte erstellt? Welche zeitlichen Informationen stellt sie dar? Welchen Ort stellt sie dar? Welche Akteure waren es, die zur Erstellung dieser Karte geführt haben? Was wird in dieser Karte gezeigt? Was wird nicht in dieser Karte gezeigt? Welche Grenzen werden dort gezogen? Grenzen wären allein schon der Kartenrahmen. Wenn wir uns eine Karte von Marburg vorstellen, dann würde es uns im ersten Moment vielleicht gar nicht auffallen, wenn diese Karte vor allem, sagen wir mal, die Altstadt zeigen würde. So mit so ein bisschen Südviertel drumherum, ein bisschen Nordstadt drumherum. Obwohl Marburg ja sehr viel weiter geht. Also eigentlich gehört auch sowas wie der Kaufpark Werder zu einer Karte von Marburg dazu. Aber solche Konzentrationen auf einen bestimmten Raumausschnitt, das wäre schon so eine inhaltliche Konstruktion. Wo schneide ich mein Modell ab? Was berücksichtige ich hier nicht mehr? Und dann auch, was zeige ich innerhalb dieses Raumausschnitts? Zeige ich dann nur die Kirchen? Zeige ich dann nur die alten Häuser? Zeige ich dann nur die Uni-Gebäude? Zeige ich dann nur die Kneipen? All das sind solche inhaltlichen Konstruktionen. Die technische Konstruktion, die betrachtet dann solche Merkmale wie die Art der Kartenprojektion beispielsweise. Wir können Karten projizieren, in denen, da gab es auch so in den 90er Jahren, 80er Jahren lange Debatten darüber, in denen Afrika sehr klein dargestellt wird. Es gibt andere, die stellen Afrika in der realen Raumproportion dar im Verhältnis zu Europa. Europa wird dann natürlich sehr viel kleiner. Das ist erstmal nur die Folge einer mathematischen Projektion. Das kann aber natürlich auch ganz absichtlich genutzt werden, um eine bestimmte geopolitische Situation in die eine oder in die andere Richtung darzustellen. Es geht darum, in der technischen Konstruktion, wie erfolgt die Generalisierung? Also was lasse ich weg, ist hier wieder eigentlich die entscheidende Frage. Was für eine Farbwahl nutze ich? Was für eine Legende nutze ich? Ich kann Sachen, die ich in der Karte verschwinden lassen möchte, aber trotzdem nicht ganz weglassen möchte, in blassen Farben beispielsweise darstellen. Wenn ich etwas anderes in sehr kontrastreichen Farben darstelle, dann springt das den meisten Menschen erstmal ins Auge und das andere verschwimmt so ein bisschen am Rand, obwohl es noch da ist. Zu so einer technischen Konstruktion gehört aber auch die Datenbasis. Ist das eine verlässliche Quelle, aus der die Informationen kommen, die ich hier vorgestellt habe? Und ich kann natürlich auch damit spielen, wir sind es gewohnt, Karten sind nach Norden ausgerichtet. Ich könnte eine Karte auch nach Süden oder nach Osten oder in irgendeine beliebige Richtung ausrichten und kann damit auch wieder meinen Raumausschnitt gleichzeitig verändern, den ich auf meiner Kartenfläche darstelle. Das wären alles so technische Konstruktionen. Und auf der Produzenten- und Konsumentenebene, da spielt das immer rein, in welcher Gesellschaft lebe ich gerade, in welcher Gesellschaft haben die Personen gelebt oder leben, die die Medien oder die Karte produziert haben? Was gibt es hier für Wertesysteme, für Normensysteme, auch für Konventionen, vielleicht auch ganz technische Konventionen zur Kartenerstellung, zum Beispiel ein vorgeschriebenes Projektionssystem für Karten für eine bestimmte Region? Aus welchem Milieu kommen die Personen, die die Karte produzieren und auch aus welchem Milieu komme ich. Auch das führt dazu, dass wir ein und die gleiche Karte unterschiedlich interpretieren. Denken Sie nur daran, wenn Sie eine Karte zum Beispiel aus Ihrer Heimatregion sehen, da werden Sie sofort ganz andere Assoziationen mit den Informationen haben, die in dieser Karte dargestellt sind, als jemand, der von einem anderen Ort kommt und für den dieser Ort einer von vielen beliebig ausgewählten de facto ist, die in dieser Karte dargestellt sind. Also sowohl das Umfeld der Personen, die das Medium erstellen, als auch Sie oder das Umfeld, das die Karten konsumiert, die Medien konsumiert, sind hier mit zu berücksichtigen.
meine, das ist ganz offensichtlich bei historischen Karten, da müssen Sie auf jeden Fall in die Interpretation die damalige gesellschaftliche und politische Perspektive mit einbeziehen und können nicht unsere heutige gesellschaftliche Perspektive eins zu eins darauf übertragen. Aber das gilt eben nicht nur für historische Karten, sondern das gilt de facto für jedes Kartenmaterial und für jedes Geomedium, das erstellt wird. Um Ihnen jetzt so eine Art Schema mal zu geben, an was Sie denken können, also so eine Art Abhakliste. Und das Schwierige bei Abhaklisten ist immer, sie passen nicht auf alles. Also wenn ich Ihnen jetzt diese Abhakliste zeige und ich habe auf der nächsten Folie gleich noch ein paar Leitfragen auch für Sie, dann prüfen Sie jeweils, ob so eine Leitfrage auch wirklich sinnvoll anzuwenden ist auf das Medium, auf die Fragestellung, auf die Problemstellung, die Sie gerade haben. Es ist eine Auswahl an Leitfragen, die Ihnen ein Gespür dafür geben soll, wie Sie an so eine reflexive Kartenanalyse herangehen können. Es ist nicht eine Art Checkliste wie die Checkliste vor einem Flug, die man im Cockpit durchgeht und die man immer Punkt für Punkt abarbeitet. Hier mal dargestellt, wie kann ich Karten hinterfragen? Ich kann mit der Datenbasis beispielsweise anfangen. Da geht es darum, ob die gewählten Daten für das Kartenwerk passend sind, ob die Qualität der Daten angemessen ist. Ich kann als nächstes auf die Projektion der Karte eingehen. Hinsichtlich der Projektion sollte hinterfragt werden, ob die Projektion der Karte gerecht wird. Das heißt, haben wir zum Beispiel unnötige Verzerrungen in dieser Karte vorliegen. Dann geht es um die Lage und um die Ausrichtung. Ist die Ausrichtung der Karte also angemessen gewählt? Sind die Karten nach Norden eingeordnet oder in eine andere Himmelsrichtung? Wie schaut es mit der Generalisierung einer Karte aus? Also was für vielleicht aus Ihrer Sicht dann mit der Fragestellung, auch mit der Sie auf die Karte zugehen, wichtige Informationen fehlen? Was für Details gibt die Karte nicht preis, die Sie sich gerade wünschen würden? Wie ist die Regionalisierung, also die Grenzziehung? Da sind wir wieder beim Ausschnitt. Durch die Wahl des Ausschnitts können wichtige Informationen verborgen bleiben. Es kann ein ganz entscheidender Raumfaktor zum Beispiel für einen Ort. Stellen Sie sich vor, direkt neben Marburg wäre ein Kohlekraftwerk. Und wir würden jetzt einen Kartenausschnitt machen, wo dieses Kraftwerk gerade nicht drauf ist, dann würden wir ein ganz anderes Bild von Marburg in dieser Karte zeichnen als mit diesem Kohlekraftwerk. Und das ist dann auch noch ein ganz altes Kohlekraftwerk, das ständig irgendwie für verrußten Himmel hier sorgt. Das wäre ein erstmal kein Weglassen von etwas, das im Kartenausschnitt ist. Also wir zeichnen ja tatsächlich alle Gebäude ein, die innerhalb des Kartenausschnitts sind, aber wir wählen unseren Kartenausschnitt gerade so, dass dieses Kraftwerk nicht drauf wäre. Mit Klassengrenzen kann man noch sehr viel machen. Also wenn wir klassifizierte Datensätze haben, dann können wir je nachdem, wo wir ja relativ beliebig einen Schwellwert einziehen können, wenn ich die eine Klasse verlasse und in die nächste komme, denken Sie an wieder die erste Karte mit den Lufthygieneeigenschaften. Starke Verschmutzung, leichte Verschmutzung. Wo ziehe ich denn da tatsächlich meine Grenze? Richte ich mich da nach einem festgelegten Grenzwert? Mache ich das subjektiv? Mache ich das, um ein bestimmtes räumliches Muster besonders hervortreten zu lassen? All das ist sehr, sehr einfach durch Farbwahl und Wahl von Schwellwerten für Klassengrenzen zu erledigen. Und dann kommen wir noch zur Gestaltung, also durch die Assoziation und Betonung oder Marginalisierung in der Wahl der Gestaltung können ebenfalls Inhalte betont oder abgeschwächt werden. Ich habe noch ein paar weitere Leitfragen versprochen. Das wäre so etwas wie: Was zeigt die Karte? Wie ist die Darstellung? Welches Thema, welches Problem soll mit der Karte bearbeitet werden? Wer ist der Urheber einer solchen Karte? Was will der Urheber mit so einer Karte erreichen? Welche Botschaft wird transportiert? Welche Botschaft soll transportiert werden? Da also auch schon die Frage, gelingt
dieser Transport einer Botschaft? In welchen Diskurs kann die Karte eingeordnet werden? Was zeigt die Karte nicht? Auf diese wichtige Frage sind wir schon eingegangen. Welcher neue Diskurs wird vielleicht eröffnet durch so eine Karte? Wenn sie einen Raum mal ganz anders darstellt, gab es so eine Phase, wo Countermapping sehr im Fokus stand. Wenn es zum Beispiel eine Karte gab, die einen Raum sehr, sehr negativ dargestellt hat, dann hat man die Karte genommen und mit der gleichen kartografischen Darstellung, mit dem gleichen Layout versucht, auch positive Aspekte dieses Raums zu transportieren. Und da können Sie also sehr, sehr einfach sehen, wie man mit der Veränderung einer Legende, mit der Veränderung einer Auswahl von Bildern, mit der Veränderung von Farben ein negatives Bild in ein positives umstellen kann. Wie wirkt die Karte auf mich, ist eine wichtige Frage. Seien Sie sich dessen bewusst, dass die Karte immer auch auf Sie wirkt und nicht nur die Karte, sondern jedes Geomedium. Welche Fragen ergeben sich für Sie aus dieser Karte? Und sind Ihre Schlussfolgerungen, Entscheidungen und Handlungen auf Basis der Karte dem Problem angemessen? Oder gibt es sinnvollere Perspektiven? Gibt es andere Medien, die Sie zu Rate ziehen können, um eine Fragestellung wirklich zu beantworten? Wie gesagt, diese Frage hier, das ist eine Auswahl von vielen Fragen. Sehen Sie es nicht als Checkliste, sondern sehen Sie es als Hilfestellung dazu, Fragen zu entwickeln, die Sie an eine Karte oder ein Geomedium stellen können. Und ich habe schon gesagt, was für Karten gilt, gilt für alle Geomedien. Das, was ich gerade gesagt habe, Ausnahme, Maßstab, können Sie wirklich auf alle Geomedien übertragen. Und das ist auch wichtig, denn Sie kommen in eine Gesellschaft, die immer stärker von Geomedien bestimmt wird. Das bedeutet nicht nur, dass Ihr Smartphone Ihnen Werbung schickt, die mit Ihrem lokalen Standort in irgendeiner Form verknüpft ist, sondern das bedeutet auch, dass wir Grenzen verwischen zwischen der realen Welt und unserer virtuellen Welt. Augmented Reality ist eine Technik, die mit Sicherheit noch sehr viel weiter in die Smartphone-Welt einziehen wird, als sie das bisher gemacht hat. Es geht nicht mehr nur darum, dass Sie Ihren Standort kennen, wie hier in diesem Zitat dargestellt, sondern es geht auch darum, dass Sie Ihren eigenen Standort definieren, Ihre eigene räumliche Perspektive. Und das Ganze führt uns zu einem Konzept, das Konzept des Spatial Citizenships, das quasi Kompetenzen beschreibt, die Menschen in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich mitbringen müssen, um an Diskursen teilnehmen zu können. Stadt Frankfurt hat zum Beispiel so ein System, wo man Müll melden kann, ein Online-GIS, in das Sie eintragen können, wenn Sie irgendwo Unrat gefunden haben, also wenn irgendwo jemand, was weiß ich, seinen Hausstand gerade aus dem Fenster rausgeschmissen hat und nicht weggeräumt hat. Wenn Sie an die Ausweisung neuer Wohngebiete, die Ausweisung einer Umgehungsstraße denken, dann sind es Karten oder kartenähnliche Darstellungen, die von den Gemeinden kommuniziert werden und mit denen die Bürgerbeteiligungsprozesse eingeleitet werden. Und das Ganze wird sehr viel stärker zunehmen. Das wird auch sehr viel stärker auf neuen Technologien basieren, auf webbasierten Technologien passieren. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie als kompetente Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auch mit Technologien und Methoden umgehen können, die Ihnen räumliche Informationen zugänglich machen, dass Sie mit räumlichen Informationen kommunizieren können und damit an der Gesellschaft auch partizipieren können und dass Sie natürlich in der Lage sind, solche räumlichen Informationen genauso zu bewerten, wie Sie sonst Textdokumente, Zeitungsartikel, andere Veröffentlichungen, andere Medien bewertet hätten, um tatsächlich informiert sich eine Meinung zu bilden. Und das gilt nicht nur für Sie und Ihre Rolle in der Gesellschaft, sondern, wenn wir mal kurz die Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer in der Schule einnehmen, dann sind das auch ganz wichtige Ziele, die Sie aus dem Qualifikationsrahmen schon kennen. Die Fähigkeiten zu einem angemessenen Umgang mit Karten und die Fähigkeit zur Reflexion von Raumwahrnehmungen und Konstruktionen ist hier ein entscheidender Aspekt in dem Qualifikationsrahmen für den Geografieunterricht.